Auf der B251 kam es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen getötet und eine Person schwer verletzt wurden. Ein 21-jähriger Mann aus Knüllwald kam nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug in die Bankette, geriet dann in den Gegenverkehr und krachte frontal in den entgegenkommenden PKW einer 41-jährigen Frau aus Rielendorf. Als die ersten Einsatzkräfte waren zwei verunfallte PKW. Ein PKW lag im Graben, der andere auf der Straße, auf der Seite. Die Person, die in dem PKW auf dem Feld lag, konnte schon vom Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geholt werden. Die anderen beiden Personen waren eingeklemmt. Wir mussten sie also mit schwerem Rettungsgerät befreien. Bei dem Unfall kam der 21-jährige Unfallverursacher und sein 29-jähriger Beifahrer aus Rielendorf ums Leben. Die Frau wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur endgültigen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter bestellt. Die Bundesstraße musste bis ca. 23 Uhr voll gesperrt werden. Polizei und Feuerwehr leiteten den Verkehr um. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.